Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video aus Wild City. Dieses Mal bin ich allein, denn Christoph ist mit dem kleinen Baumeister eine Runde mit dem Kinderwagen unterwegs, genauso wie hier am Hauptplatz, um ihn endlich einzuschläfern. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Die Zähne sind unterwegs. Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Also mal schauen, was das wird. Genau. Aber wir haben ja zum Glück diese Probleme nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, was mache ich heute? Und da ist mir die Idee gekommen, beziehungsweise mir ist wieder ein Sackerl untergekommen von einem Einkauf von einiger Zeit. Ich zeige ihn euch mal, denn da ist ja noch was drinnen. Hier sind die Reste, die ich jetzt nicht gebraucht habe, drinnen. Und ihr seht es, es ist wirklich schon einige Zeit her. Da sind die Figuren der Minifiguren-Serie 21 drinnen. Und ich habe mich jetzt daran gemacht, ich habe das zwar jetzt schon eigentlich schon seit einer Zeit, habe ich schon ein paar Figuren platziert, aber nicht alle. Jetzt habe ich mir gedacht, die restlichen, die ich von der Minifiguren-Serie noch nicht platziert habe, habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, wo könnte ich die hinstellen? Und habe jetzt einen Platz gefunden. Ich zeige ihn euch mal. Ich zeige euch alle Plätze von diesen Minifiguren aus der Serie 21. Wenn ihr noch mehr Ideen habt oder noch bessere Ideen oder was auch immer, dann bitte schreibt es einfach in die Kommentare, weil ich habe ja, wie ihr gesehen habt, ich glaube mindestens immer 3 von jeder Figur, weil wir so eine komplette Box bestellt haben. Also bei guten Ideen bitte einfach melden und dann werde ich das einfach auch einbauen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Ich habe am Handy die Liste offen, damit ich auch keinen vergesse. Und dann schauen wir uns das einfach mal durch. Ich würde sagen, wir starten einfach der Reihe nach. Ihr seht das, ich habe hier das Foto hier offen. Okay, man sieht das jetzt nicht so gut. Und ich dachte mir, wir starten gleich mit der ersten Figur, die hier drauf ist. Und das ist diese Minifigur von der Space Police. Und den habe ich hier oben auf die alte Polizeistation gestellt. Christoph meinte, dass er das ganz lustig fände, wenn der da... Moment, ich drehe das mal ein bisschen. Wenn der da oben ist auf dieser Polizeistation... Denn er hat sich gedacht, das ist einfach so einer, der immer extrem vorbereitet sein möchte und so ein übermotivierter quasi, der allzeit einsatzbereit ist für den extremen Notfall, falls doch die Aliens kommen oder was auch immer. Und der wartet eben hier oben auf der alten Polizeistation und wartet eben, bis die Aliens kommen. Genau. Ich hätte nicht gewusst, wo ich den hingeben sollte. Ich war zuerst wieder mal versucht, ihn in den Vergnügungspark zu geben. Aber Christoph meinte gleich, nein, 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 nein. Vergnügungspark, wir können ja nicht alles in den Vergnügungspark stellen. Deswegen kommt der einfach hier hin. Ich bleibe jetzt gleich hier, auch wenn das doch nicht der Reihe nach ist. Also ihr seht, ich habe den Megaplan, aber egal. Denn da ist auch schon die nächste Figur, die ich hier eingebaut habe. Auch die ist Teil der Minifiguren-Serie 21, das ist diese Marienkäfer-Dame. Und ich habe mir gedacht, derzeit ist es ja oft so, hier hat auch eine so einen Flyer in der Hand, ihr seht es. Derzeit ist es ja oft so, dass es immer Rettet die Bienen viele Aktionen gibt. Und ich habe mir gedacht, warum nur die Bienen retten? Wir mögen Marienkäfer auch sehr gerne. Und deswegen ist sie eine, die quasi Flyer verteilt für Rettet die Marienkäfer. Und ihr seht, dieser wunderbare Flyer, 1x1 Fliese mit einer Noppe mittendrauf, habe ich einfach den Marienkäfer draufgegeben und sie verteilt das. Und dieser junge Herr, der freut sich recht, der nimmt gleich noch einen Flyer mit, denn auch er ist interessiert an diesem neuen Projekt. Finde ich eine sehr, sehr nette Sache. Auch eine super Figur. Einfach mal was anderes. Genau. Dann glaube ich, machen wir uns auf den Weg in Richtung Strand. Wir düsen hier vorbei an unserem wunderbaren Radiostudio.
an unserer wunderbaren Hochzeitszeremonie am Strand und kommen ans Meer. Hier ist unsere einsame Insel. Und natürlich habe ich auf unserer einsamen Insel diese weitere Figur platziert. Ihr seht ihn hier, diesen quasi Einsiedler, Insulaner, was auch immer er genau ist, mit diesem Krebs, der dabei war. Der ist übrigens echt cool. Also echt ein cooles Tier. Könnten wir auch die zwei anderen Krebse vielleicht in den Zoo verbauen? Wäre vielleicht eine gute Idee. Genau, und dieser Mann, der ist jetzt auf der Insel aufgewacht und hat sich gedacht, oh, ich bin gestrandet auf einer einsamen Insel, irgendwo im Nirgendwo. Und dann sieht er sich um und kommt drauf, nee, eigentlich ja nur, keine Ahnung, 10 Meter vom Strand entfernt. Aber gut, es gibt die Dramatiker unter uns. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Genau. Und bei dem war übrigens auch diese Flaschenpost dabei. Die habe ich hier am Strand hingelegt, weil ich mir dachte, da ist diese junge Dame hier im Badeanzug, die jetzt diese Flaschenpost findet. Wer weiß, was darauf steht? Wir werden es vielleicht noch herausfinden. Genau. Dann gehen wir weiter an der schönen Ninjago City vorbei. Ihr habt sicher das Update von Christoph gesehen. Er hat sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Auf einmal kommt er und sagt, jetzt ist es Zeit, Ninjago neu zu gestalten. Finde ich, hat er sehr super gemacht, muss ich schon sagen. Ist echt gelungen. Ich bin schon gespannt, wie es dann wirklich aussieht, wenn es ganz fertig ist. Mal schauen. Genau. Und wir gehen jedoch weiter bei der Minifiguren-Serie 21. Und da ist jemand, den ihr schon kennt, wenn ihr unsere Videos gut mitverfolgt, nämlich diesen kleinen Jungen, der Geige spielt. Und der ist hier auf einem Balkon des Hochhauses und übt gerade vielleicht mit seiner Schwester, die E-Gitarre schwingt. Genau. Ich möchte dazu nicht der Nachbar sein, außer vielleicht, wenn sie sehr gut spielen. Aber sonst ist es, glaube ich, nicht so der Burner. Dann haben wir noch hier jemanden in unserem riesen Hochhaus. Und das ist, Moment, ich steige hier rauf, diese junge Dame, die habt ihr, ist euch sicher auch schon bekannt, habe ich schon mal kurz vorgestellt. Diese junge Dame hat sich diesen Flieger gebastelt und möchte ihn wohl jetzt ausprobieren. Ich hoffe, sie macht es nicht oder sie hat super gut gebaut, wie dem auch sei. Ich bin froh, dass sie noch am Balkon oben steht und noch nicht gesprungen ist. Denn wie ihr wisst, das ist schon sehr, sehr hoch von hier oben. Also wenn der nicht gut fliegt, dann haben wir da wohl ein Problem. Außerdem auch die Frage, wo sie dann mit ihrem Flieger landen möchte. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht am Ghostbusters Headquarter oder am Einkaufszentrum. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Dann kommen wir noch zu einer weiteren Figur, nämlich diese, ich weiß es nicht, ist es eine Samba-Tänzerin, Sängerin, vom Karneval in Rio eingereiste, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht sie sehr, sehr cool aus. Gefällt mir wirklich, sie hat da hinten noch so eine Art Rock oder wie nennt man das, eine Art Umhang, der glitzert. Und auch das Make-up von hier, von ihr gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich finde, bei unserer Bar passt die recht gut hin, weil es ja doch etwas Exotisches ist, das wir da darbieten möchten. Und ihr seht, auch daneben ist jemand Neues, die kennt ihr vielleicht noch nicht. Diese Figur ist aus der Videoserie von diesen großen Boxen von Video, wo immer eine Figur drin ist und lauter Fliesen. Die habe ich mir geleistet, denn auch die schaut richtig, richtig cool aus. Vom Torso her, von den Beinen, aber auch von den Flügeln. Und lustigerweise spielt auch die Geige.
Also könnte es sein, dass das vielleicht die Mutter ist unseres kleinen Geigenspielers da unten. Man weiß es nicht. Genau. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe noch jemanden vergessen hier an der Wand. Moment. Nämlich auch noch eine Figur, die etwas komisch ist. Und das ist folgende Figur, oder ich finde sie auf jeden Fall komisch. Folgende Figur hier war auch bei der Minifiguren-Serie dabei. Würde ich jetzt einfach mal in die Unterwasserwelt geben. Und der findet dann einfach hier so einen Edelstein. Ja, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie wir den genau verbauen. Wie gesagt, dadurch, dass unsere Unterwasserwelt ja noch leider etwas in der Ferne liegt. Wir müssen mal schauen, wie wir das angehen sollen. Wir haben verschiedene Vorschläge von euch bekommen. Einfach drunten hinbauen, mit einer extra Platte unter den Tisch oder vielleicht mit einer durchsichtigen Platte und dann unter den Tisch oder auch eine Art Schublade, hat mir Christoph letztens gesagt. Ja, da werden wir noch sehen, wie wir das wirklich dann auch einbauen. Und da kommt dann dieser junge Herr sicher auch hin. Gut, was fehlt uns noch? Ach ja, der hier, dieser junge Mann hier drüben. Entschuldigung für die super Kameraführung. Der hier drüben, der auf unserem Museum draufsteht. Auch er ist aus der Minifiguren-Serie 21. Ich habe ihn jetzt mal einfach als Mahnmal auf unser Museum draufgestellt. Warum? Weil Christoph schon lange davon spricht, dass er dieses Museum erweitern möchte. Wir haben auch schon diese durchsichtigen Paneele gekauft, alles drum und dran. Aber ihr wisst es, wie es immer ist bei uns, es dauert alles halt doch ein bisschen länger, weil wir so viele Baustellen haben. Aber auch dieses Museum möchten wir erweitern, weil es doch ja, sehr klein ist. Für so eine große Stadt, da braucht man ein deutlich größeres Museum, würde ich sagen. Genau. Dann noch jemanden, den ich auch schon mehrere Male verbaut habe, fällt mir jetzt gerade ein. Ich zeige euch beide Versionen. Ich habe hier nämlich vergessen, die Stand-Up-Paddlerin habe ich auch hier eingebaut, die mir auch sehr, sehr gut gefällt. Genau, jetzt sieht man sie hier. Die ist hier unterwegs auf das Meer. Ich habe sie auch noch hinten im Naherholungsgebiet von Christophs Mom habe ich sie auch noch verbaut. Christophs Mom hat das noch nicht gesehen. Ich hoffe, es ist okay für sie. Wir werden es herausfinden. Ihr wisst ja oder habt es ja mitbekommen, Mütter sind manchmal da sehr rigoros, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Aber ich hoffe, das wird doch passen. Bevor wir uns die jedoch anschauen, noch ein kurzer Schwenk auf diesen Herrn hier. Wie sieht man das am besten? Genau, dieser Herr hier, der vor dem Tiergeschäft steht, in einem Hundeanzug und Leckerli verteilt für die Hunde. Der ist auch Teil der Minifiguren-Serie. Finde ich, passt hier perfekt. Der ist einfach quasi wie das Maskottchen von diesem Laden und verteilt eben die Leckerli. Ich glaube, vor ihm sitzt sogar ein Chihuahua, genau, der sich schon freut, dass er diesen coolen Knochen kriegt. Genau. Also, ich zeige euch noch die Stand-Up-Paddlerin. Die ist eben hier drüben. Ich schwenke mal kurz hier rüber, genau. Ihr habt das sicher schon gesehen, da ist dieser tolle Fluss, den Christophs Mom und Christophs Schwester auch gebaut haben. Und die Stand-Up-Paddlerin, die macht sich am Weg durch diesen Fluss. Ich hoffe, dass das eine gemütliche Fahrt wird, denn ich habe schon gesehen, dass auch welche unterwegs sind mit so einem, ja, ist das ein Rafting-Boot oder sowas. Also ich weiß nicht, ob das so entspannt ist, aber ich hoffe, sie hat eine gute Fahrt hier auf dem Fluss. Genau, dann zoome ich hier mal wieder raus und checke, ob wir noch jemanden vergessen haben. Vielleicht schaut ihr einfach mal kurz mit. Genau, hoppala. Ach ja, zwei fehlen uns auf jeden Fall noch. Wir haben noch vergessen den Imker und den Zentauren. Genau,
Da machen wir uns noch auf den Weg. Der Imker ist natürlich, beziehungsweise zwei von den Imkern, sind natürlich hier beim Bauernhof verbaut. Ihr seht sie hier drüben. Unser Bauernhof, kurzer Überblick, ein Bauernhaus, dann hier die Bäume, die abgeholzt werden, das Maisfeld von uns. Hinten sind hier ein paar Tiere, ihr seht es, Kühe, Schweine und sonstiges. Und dann haben wir hier drüben die Imker. Und ich dachte mir, vielleicht muss ich da noch irgendetwas, ja, rundherum noch bauen. Ich bin leider bei der Imkerei nicht ganz so bewandert. Deswegen habe ich jetzt einfach mal zwei solche Bienenstöcke quasi aufgebaut und die ernten jetzt gerade, glaube ich, etwas Honig. Ich weiß aber nicht, was ich da noch dazu bauen sollte. Also falls ihr da Ideen habt, bitte einfach melden. Falls ihr da sagt, hey, da gibt es noch die und die Idee, das sieht noch cooler aus. Oder das braucht man auch, wenn man in der Imkerei arbeitet. Dann bitte einfach melden. Ich bin da wirklich, wirklich nicht bewandert. So, und dann machen wir uns auf den Weg zur letzten Station. Ich sag's euch, so kalt wie es im Winter oft ist, so heiß ist mir jetzt. Also das mit der Dämmung hat schon gut funktioniert, aber trotzdem, man kommt ins Schwitzen, auch wenn man nur wenig macht hier oben. Gut, aber das soll euch natürlich nicht stören. Ich hoffe, ihr seid in einem gut temperierten Raum und euch geht es gut, genau. Und dann schauen wir uns die letzte Figur noch an. Also, hier drüben bei unserem Harry Potter Teil, wo es ja derzeit, ja, verschiedene Neuerungen gibt, aber auf die gehen wir jetzt nicht ein, denn das war ein bisschen eine Hin- und Her-Aktion. Aber hier habe ich auf jeden Fall diese Halb-Dame, Halb-Pferd-Figur verbaut, die übrigens auch sehr, sehr cool ausschaut. Eine Sache, falls ihr die auch euch besorgen wollt, ich habe zuerst den Köcher, den ihr hier seht, ihr um den Hals quasi gehängt. Das geht aber natürlich nicht mit den Haaren. Also da müsste man sonst vielleicht die Haare austauschen. Deswegen habe ich die jetzt mal hinten auf diesen Köcher hinten aufs Pferd gehängt. Dann schaut das ein bisschen besser aus. Und die ist definitiv erfreut, quasi Artgenossen zu treffen. Die von den Harry Potter Sets. Und jetzt fällt mir auf, dass der Köcher genau in die falsche Richtung steht. Ha, hochprofessionell. Aber egal, das werde ich gleich ändern. Und die Sache ist nur die, dass die aus den Harry Potter Sets natürlich nicht ganz so erfreut reinschauen. Ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendein Problem ist und die sich da mega streiten. Ich hoffe nicht. Da soll doch kein Konflikt entstehen. Gut, ich würde sagen, wir sind durch. Es ist wirklich, wirklich, wirklich warm bei uns. Ich check nochmal, nein, wir haben wirklich alle Figuren der 21er Serie, habe ich euch gezeigt. Wie gesagt, wir haben von jeder Figur mindestens drei. Das bedeutet, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, speziell auch zu den ganz speziellen Figuren wie dem Space Police Menschen oder diesem Unterwasser-Typen mit dem grünen Kopf, dann schreibt es einfach in die Kommentare oder auch bei den anderen Figuren und dann baue ich das gerne auch ein. Das waren jetzt mal die Ideen, die ich hatte und Christoph hatten. Und ja, falls ihr da was anderes hinzuzufügen habt, dann bitte jederzeit unten in die Kommentare. Wir lesen die immer sehr gerne und freuen uns immer über neue Ideen. In dem Sinne, macht es gut. Wir freuen uns auf die nächsten Minifiguren und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder, würde ich sagen. Genau. Und ich hoffe jetzt, der kleine Baumeister schläft. Mal schauen. Ich glaube, ich habe gerade unten die Tür gehört. Bin gespannt. Also, macht's gut. Tschüss.